Eigentlich könntest du eine richtige Bombe hier gerade mal platzen lassen. Never be the same again. Ja. Punchline. Cool. So, das wird natürlich ein besonderer Spaß, weil auch der liebe Twizzy, ich versuche einfach mal, also wenn du willst, du darfst natürlich sehr gern was sagen zu Julian Boss, ne? Das ist jetzt, glaube ich, der 8. Song in a row, auf den wir reacten. Der hat jetzt 8 Wochen am Stück rausgehauen. Jetzt mal Props dafür, dass er so aktiv ist. Ja, dafür kann man auf jeden Fall, dafür kann man Props geben, ja. Das ist wirklich so. Wirklich, also dafür kann man wirklich, wirklich mal Props geben. An die YouTube-Leute, das ist der liebe Twizzy, ihr kennt ihn ja, der ist heute da im Stream, ne? Ich freue mich sehr. Und der Twizzy hat ja auch, also wenn du willst, kannst ja auch, wenn nur ich will ja überhaupt kein Feedback oder so. Du hast ja gerade gesagt, du willst irgendwas erzählen. Na, was soll ich sagen? Ihr habt die Songs ja gehört und der hat ja auch ein paar Freunde von mir gedisst, beziehungsweise den einen Kumpel Kuchen. Und der fühlt sich jetzt so motiviert, dass er sich dachte, ja okay, wenn du möchtest, so halb gar und offbeat disst du mich, dann werde ich darauf natürlich auch mal eine Antwort springen lassen. Und Kuchen macht auf jeden Fall gerade den sogenannten Adolf Julian Block oder Julian's Boss, was auch immer. Und der Song ist böse, Digga. Der ist böse. Also macht einen kompletten Song oder was? Wenn Twizzy da mit Coach, ich hab mit Julian eigentlich immer ein gutes Verhältnis gehabt. So, und ich habe ihn auch geschrieben, so, Bro, du weißt schon, wenn du Freunde von mir disst, da musst du mit einer Antwort rechnen. Und ich werde dafür sorgen, dass die Antwort auch explizit sein. Du musst den Leuten auch erklären, dass du, ohne Namen zu nennen, für sehr viele Leute, oder was heißt für du schreibst schon für diverse Leute. Ist mein Job. Du schreibst für diverse Leute aus dem Deutschrap-Game Songs. Und du könntest hier auch mal eine richtige Bombe hier gerade mal platzen lassen. Ja. Heb dir das aber für die andere Reaction auf, wo die mehr geklickt wird. Nein, Kuchen ist einfach ein Bruder, ein Freund so, und der ist ja kein klassischer Rapper. Der macht das ja nur Spaß. Er ist YouTuber. Er will auch gar kein Rapper sein, im Gegensatz zu anderen YouTubern, auf die wir gleich reagieren. Ich dachte, du meinst mich. Nee, so, und auf jeden Fall halte ich es für höchst fragwürdig, warum er Kuchen disst, wenn er doch genau weiß, dass Kuchen mit mir ist. So, weil er keinen Schiss vor dir hat. Ja gut, das wird er dann nach dem Song sehen, ob er dann, weil ich glaube, so allergisch, wie er auf das PA-Ding reagiert hat, wo ja, PA ist ja eher der Flow-Rapper, so ist ja jetzt keiner, der mit Punchlines zersägt. Und wenn man jetzt so Adolf Gottscher und so gehört hat, dann weiß man ja, dass das schon ein bisschen mehr wehtut. So. Adolf Gottscher ist ein Song gegen Gottscher in der JMA. Heißt JMA? Oder ja, ich bin nicht mehr drin. Ja, aber ja, JMA. Von Jay, Shoutout geht raus. Peace an Jay. Genau, da gab es jetzt Adolf Gottschalk, dann gab es Adolf Romina, was aber umbenannt wurde, und jetzt gibt's wohl. Ja, gut, so, dass es umbenannt wurde, soll es ja nicht mehr so genannt werden. Es hieß aber mal so. Ist dein Haribo. Ja, so, alles gut. Wie auch willst immer. Du ein Haribo, ist unser Codewort. Wie auch immer, ich habe ihn gefragt, so, ey, was ist los und so, und dann kamen so halbgare Aussagen von ihm, so, ja, du weißt schon, dass es voll peinlich ist, wenn du ihm jetzt hilfst und so weiter. Das habe ich ihm gesagt, ja, lass es, ne, und dann kam es halt nochmal, und wenn er nicht hören will, dann muss er fühlen. Da sind wir mal gespannt, wobei ich die Teile eigentlich lustig ging, also auch Grüße natürlich an KuchenTV, ne, wir sind ja cool miteinander, das weißt du ja, brauchst du ja gar nicht erzählen. Nichts gegen die Line, ist Battle-Rap. Die Teile war eigentlich ganz lustig, so, ich mache mir die AV wie Fernsehgerät jetzt eigentlich so sau dumm, aber es war irgendwie so, der hat es so, irgendwie musste ich kurz schmunzeln, so. Ja, ja, ach, klar, gar nichts gegen auch die andere Line, gut, die war sogar, glaube ich, an der Stelle gar nicht schlecht delivered, aber es ist einfach der Fehler, weil er in meinem Team ist, und da denke ich mir so, da musst du auch mit der Konsequenz leben, dass dann was zurückkommt. Darf man auch sagen, dass du ein Spaßbattle gegen KuchenTV hast, oder soll ich ein Haribo essen? Nee, das kommt bald raus. Das kommt bald raus. Und ich kenne ja da, du hast mir den Part ja schon mal gezeigt von dir. Sag doch, dass du mit mir den zusammengeflext hast. Nee, will ich doch gar nicht. Wollte ich jetzt gar nicht. Aber wir haben den nicht zusammengeflext, aber wir haben uns, so ist es halt manchmal, wir schreiben uns einfach manchmal, und einer sagt, ey, hast du einen Reim da drauf, der andere sagt, hast du einen Reim da drauf. Ich muss keinen mehr beweisen. Und schon ging's los. Und wir haben, ich lag in der Badewanne und er hat mich angerufen, hast du einen Reim da drauf, und wir haben irgendwie eine Stunde telefoniert und haben dann so, er hat den Part natürlich geschrieben, wir haben halt zusammen ein bisschen getüftelt. Und da ist eine Line dabei. Oh, die ist saftig, ja. Die ist schön, ja. Die heavy, ist aber egal. Ja. Back to topic, Julian Boss, neue Ära, gehen wir rein oder was? Ja. Hörst du alles gut? Ja. Ich predikte, er trägt eine grüne Mütze in dem Video. Und ich, dass er dick. No body shaming an this thing. Ich hab recht, er hat echt eine grüne Mütze, Digga. Ich weiß auch nicht, ob ich recht habe. Er muss erst besser werden. Ich bin wie Satan, Hellseher. Kann man das kicken? Ist gar nicht so schlecht, Alter. Ich bin wie Satan, Hellseher. Echt mal aufschreiben, oder? Dann ist mal. Ich treffe! Tipps in unsere Ordner! Nee, aber ich finde, da sieht er nicht so. Das sieht nicht so aus, als ob es an dem gleichen Tag gedreht wurde. Ist 100 Pro an dem gleichen Tag. Meinst du? Safe. Aber guter Winkel, dann Props an den Kameramann. Chef Musik aus der obersten Etage. Yeah. Rapper nehmen nur Drogen und versagen, sind am Drohen, aber weiter nichts. Ja, meine Fresse ist groß, doch ich scheiter nicht, und niemand der Alpha ist betont, dass... Es klingt halt wieder wie voll Bushido so ein bisschen. Aber ich finde, dass man darf jetzt Julian, wenn man es objektiv, man darf ihn nicht immer grundlos einfach haten und sich drüber lustig machen. Das ist nicht schlecht gerappt.
Ich finde es nicht schlecht gerappt. Also ich hate ihn sowieso nicht grundlos, sondern nur, wenn ich was nicht gut finde. Und ich finde, auf jeden Fall, er sollte mehr auf solchen 90 BPM-Beats rappen und nicht auf solchen Halftime-Beats. Ja, das, da gebe ich dir recht. Also das ist auch, das, mich erinnert das halt wirklich an so Bushido-Sound und es ist jetzt auch nichts dabei, was mir irgendwie die Kinnlade runterfallen lässt und ich sage auch nicht, boah, ja krass, aber das ist jetzt so... Ja, aber ich denke, genau diese Atmosphäre, dass so jemand wie du das sagst, will er ja erzeugen. Deswegen macht er ja seinen Job da gerade nicht schlecht. Ja. Was ist halt immer, das sage ich auch in jeder Reaction, Bice ist mit seiner eigenen Analyse früher. Das ist halt immer so, früher halt die Leute hops genommen haben, die nicht total krass waren und Billo-Videos gedreht haben und keine Ahnung, komische Reime hatten. Und jetzt rappt er eigentlich viel schlechter als die Leute, die er früher zerrissen hat. Ich sag mal so, ich find's immer schwierig, wenn man zu Beginn seiner Rapper-Karriere teilweise besser rappt als jetzt, weil man halt weiß, dass das da gewisse Leute gemacht haben. Sunny? Ja, ich war ja, ich weiß, das weiß ja jeder. Ja, ja. Der Alpha ist, ihr kleinen Sträuche seid maximal Alfalfa-Bitch. Fresse, wenn der Babu hier spricht. Und bisschen Geld, wenn ihr euch in eure Ärsche Testo-Ladungen spritzt. Lass Rapper mit da lutschen, bis sie Seitenstiche kriegen. Und Fans haten, obwohl sie mich eigentlich noch lieben. Ich sag's, wie es ist und lass die Untertöne weg. Bin nicht so wie ihr. Hundesöhne. Hier gibt's kein Muttersöhnchen-Rap. Fuck. Oh, lass die Untertöne, bin ich so wie ihr. Ja, ist auf jeden Fall, er hatte ja ein paar Releases, das ist jetzt glaube ich der 48. Der 8. am Stück. Und er hatte ja schon so ganz krasse Hänge, wo er auch so mega Flowfehler drin hatte, ne? Und ja, bis jetzt ist hier kein... Ich wollte gerade sagen, also mir gefällt das auf jeden Fall viel, viel besser als die letzten zwei Sachen, als die Spotify und so. Viel besser. Ja, das ist... So. Solide. Ja. Julian Boss öfter ein weggesteckt als Taschendiebe. Und rede nicht mehr von Rap, sondern praktiziere. Mache jeden Song, als wäre es mein letzter. Und Rapper reden was von Ehre, doch sind Blöffer. Deutscher Rap ist so wack. Früher wart ihr vielleicht was, aber jetzt ist es yes, ist es yes. Ihr seid von gestern, ich bin heute Thema. Es ist an der Zeit für eine neue Ära. Ära. Der, also, es ist wirklich auch von der Produktion und von dem Aufbau, von den Doubles mit dem neue Ära hinten dran, mit das rundeste Gesamtprodukt in meiner Welt. Ich finde das auch nicht schlecht gerade. Also, wie gesagt, man muss einfach das bewerten, was da ist. Ich bin gar kein Fan davon, irgendwas grundlos zu haten. Immer Hack dafür, wenn man was gut macht. Und bis jetzt ist es doch okay. Ist doch okay, ja. Okay. Wild ist halt immer diese, wirklich an der gleichen Ecke halt immer steht. Er steht immer an der gleichen Ecke, gleiche Straßenschilder, gleiche Hecke, gleich. Ja, aber wenn er sich da wohlfühlt. Ja. Ich sitze ja auch zu Hause, wenn ich mich filme. So wack, früher wart ihr vielleicht was, aber jetzt ist es yes, ist es yes. Ihr seid von gestern, ich bin heute Thema. Es ist an der Zeit für eine neue Ära. Ära. Von Leuten, die mich dissen, gibt es ziemlich viele. Darauf, dass das Hurensöhne sind, gebe ich euch Brief und Siegel. Yeah, das Leben ist nicht... Yeah, das erinnert mich so krass, diese Beats und auch immer diese Snare und dieser Rimshot und das ganze Flavor-Ding erinnert mich so krass an Bushido, auch dieser Hook-Aufbau immer. Das könnte alles Bushido sein, so für mein Ohr. Und dann dieses Yeah... Dieses Yeah, Adlib setzt dem Ganzen die Krone auf. Aber ist ja gerade so eine Weiterentwicklung im Flow, weil er ist eigentlich immer einer, der dann heute Thema, dann so das erste Wort langsam betont und so. Und guck mal, den Anfang vom zweiten Part, wie er da die Reime setzt, viel besser als sonst. Da klingt es mal harmonischer, Tide, organischer. Brief und Siegel. Für eine neue Ära, Ära. Von Leuten, die mich dissen, gibt es ziemlich viele. Darauf, dass das Hurensöhne sind, gebe ich euch Brief und Siegel. Das sind zwei Zeilen relativ gut gesplittet. Für ihn sehr sauber, sehr gut geflogen. Yeah, das Leben ist nicht fair, also salutiert, wenn der General sich nähert, dass ich wieder in die Szene steppe und da ein paar Mütter bänge. War längst überfällig, wie so manche TÜV-Plakette. Hurensöhne brauchen ein gebaut, Nasen und Biere. Vorher trauen sie sich nicht in die Aufnahmekabine. Und was sagt er? Hätte Hurensöhne brauchen ein gebaut, Nasen und Biere. Brauchen ein gebaut, Nasen und Biere. Eine komische Formulierung. Sehr hart auf Reim gezogen. Brauchen ein gebaut, Nasen und Biere. Das ist doch völlig zusammenhängender Nummer. Nein, das ist auch völlig zusammen, das steht aber, so. Aber ich, guck mal, er verfolgt ja gerade so ein bisschen die Agenda, dass er sich natürlich so von diesen so Drogensachen und so trennen möchte. Und er hat ja auch gerappt irgendwie so, ich baller nicht mehr und sowas. Ne? Und deswegen finde ich, passt es. Ich finde es nicht so zweckig, weil er ja dieses so erzeugen will, yo, ich nehme keine Drogen mehr, ich rappe jetzt, ich ziehe durch und deswegen passt es meiner Meinung nach. Ich mag aber die Formulierung nicht, weil er zählt zwei Substantive auf, Nasen und Biere, und er sagt davor aber eine Tat, die brauchen einen gebaut Nasen und Biere. Dann sag doch lieber, sie brauchen, ist jetzt wack, aber sag doch, sie brauchen Kraut, Nasen und Biere oder sie brauchen...
Staub, Gras und Papiere oder irgendwas, was halt drei Substanzen. Den Glastisch mit Nasenverziere, keine Ahnung. Ich brauche ja irgendwas anderes. Ja, ja, halt, ich weiß, was du meinst. Diese Formulierung stört, egal. Ja. Vorher trauen sie sich nicht in die Aufnahmekabine. Und wenn dieser Tilo ein paar Kelle mit der Fresse fängt, wird er wieder Messi-Song. Never be the same again. Eure Never be the same again. Ja. Ich find es lustig, weil ich bin auch ein Fan davon, wenn man so Songs so rein scratcht. Ja, Wort Fresse bänken ein bisschen zu schnell, zu überhastet gesagt, aber. Echt, auf sowas achte ich mal. Bro, bei mir, so Flow ist auch wichtig. So ja, normal, ja, klar, wie sagst du das, aber mir ist da jetzt nichts aufgefallen gerade. Ja, aber ich glaube, dass das Video an einem anderen Tag gedreht wurde, dass das nicht alles an einem Tag. Hast du das gerade gehört? Ja, es donnert draußen. Es donnert. Alle Dinge, ich dachte, jetzt kommt SEK. Unter den Tisch. Ich dachte, jetzt kommt SEK. Was? Wir haben nichts gesagt, Julian. Ja, ich glaube, dass das an einem anderen Tag gedreht wurde. Ich bin der Meinung, so, er sieht da dünner aus jetzt in den ersten Videos. Das denkst du nur, weil du neben mir sitzt und mir so oft heute ins Gesicht geguckt hast und jetzt ihn siehst. Das kann sein. Ja. Kabine. Und wenn dieser Tilo ein paar Kelle mit der Fresse fängt, wird er wieder Messi-Song. Never be the same again. Mit der Fresse fängt. Ja. Eure Junkie-Scheiße will doch keiner hören. Box euch eure Hustensaftpullen durch die Speiseröhren. Handschlein. Cool. Yeah, ich spuck auf eure Standardkacke. Ich mach Rap, keine Ahnung, was die anderen machen. Julian Boss, guter Stoff, jeder andere Boss ist wack. Neue Ära, wie meine Yankees und Dodgers Caps. Neue Ära, wie meine Yankees und Dodgers Caps wegen neue Ära, verstehst du? Ja, New Era. Ja, ja. Okay. Ey. Ich sitze sonst mit dem Asiaten hier, weißt du, der muss immer, der sagt dann so, nee, erklär mal. Der kann ja auch kaum Deutsch, der Junge. Aber Spaß. Jetzt ohne Witz, aber es ist nach den zwei Reihenfällen jetzt gerade wieder, ist das echt rund. Ich weiß nicht, ob die letzten zwei Reihenfälle waren, aber Spotify war doch ganz schlimm. Ja, ich weiß das gar nicht mehr. Das war das, ich höre das einmal, danach ist es aus meinem Kopf raus. Ich weiß aber, dass auf jeden Fall mehrere Einbrüche dabei waren, ja. Ja, ja, ich höre einmal deine Reaction und weiß. Du bildest dir quasi deine ganze Meinung auf meiner Reaction. Du hörst ja auch gar keine Songs mehr, hast du gesagt, sondern du hörst immer nur meine Reaction. Ja, ja, klar, natürlich. Auch bei Spotify. Ich lade mir das neu hoch auf so ein extra. Nee, aber muss man einfach sagen, so von den ganzen Songs, die er rausgehauen hat, ist das einer der runderen. Ja. Das hast du sehr wohl formuliert und da stimme ich in Gänze zu. Ja. Deutscher Rap ist so wack, früher wart ihr vielleicht was, aber jetzt ist es jetzt. Yes. Yes. Ihr seid von gestern, ich bin heute Thema. Es ist an der Zeit für eine neue Ära. Ära. Deutscher Rap ist so wack, früher wart ihr vielleicht was, aber jetzt ist es jetzt. Yes. Yes. Ihr seid so, ich bin so kein Fan von diesen Zelda-Beats. Irgendwie ist der Beat so diese, das ist so ein bisschen so, das ist so ein bisschen so Zelda-Mucke. Das ist ja geiler Freestyle-Beat, wenn du einfach so... Und her, ja. So voll, also Freestyle-Beat schön leer und aber klarer Takt, dass du halt gut rappen kannst. Aber Von der Geschwindigkeit. Ja, er will ja diese Atmosphäre erzeugen. Deswegen, also ich finde, zu ihm, für das, was er machen will, passt dieser Beat gut. Wer ist dieser Samo Gotthit? Keine Ahnung. Samo Gotthit, ja, der Samo Gotthit. Der bringt das, ich glaube, der pickt sich immer die Beats von Beatstars oder so. Ah, okay. Weil in den meisten Fällen, ich meine, ich will ja nicht bashen oder so, aber in den meisten, manchmal ist da auch vorne noch diese Producer-Text. This is a Samo Gotthit Production. Das ist auch immer bei den Beats, die du mir schickst. Was für ein Lachen. Jay Chicky, Spoofy. Ich war alle meine erste, weißt du ja. Warte, kommt da? Chefmusik aus der obersten Etage. Ära. Ist es eine neue Ära? Julian Boss prägt eine neue Ära. Ey. Ey, aber das war auf jeden Fall jetzt, also man muss das, wie gesagt, nicht immer alles einfach nur bashen und runter machen. Ja, dann komm, gib den Daumen hoch, gib ihm den Daumen hoch. Nee, also so weit ist es dann auch nicht gekommen. Komm schon, komm, der gönnerhafte Boss. Ich versuch's. Der gönnerhafte Boss. Ihr habt alle gesehen, er wollte. Ich hab hier gerade auf einmal Arthrose. Nee, ich muss mich noch öfter jetzt mit Julian beschäftigen, auf jeden Fall, bevor der Song kommt. Ja, stimmt. Ja, ich hab Bock, das ist wirklich gemein, der Song. Da geht mein Herz auf, mein Beefherz geht da richtig auf. Dein Beefherz? Ja, ja.